Hallo meine Lieben und damit herzlich willkommen zum Video. Wir werden heute mal die Schatzkammer öffnen. Ab für diese Woche ja, plus 20 gemacht und zweimal plus 18. Beziehungsweise zwei Truhen plus 18 und eine 20er. Müssen wir mal schauen, was da drin ist. Was könnte ich gebrauchen? Ja, ich könnte tatsächlich Waffen gebrauchen. Ansonsten habe ich eigentlich relativ gutes Equip. Worst Case wären natürlich Schultern, Brust, Beine und so weiter. Schmuckstücke wären auch noch ganz nice, aber ich bin wahnsinnig gespannt, was drin ist. Vor allem, was das 421er-Item ist. Ich hoffe mal, dass das gut wird. Drückt mir die Daumen, ja? So, gucken wir mal rein. Das ist schwierig. Jetzt mal gucken. Stab, eine Waffe mit. Oh, eine 411er-Waffe mit Tempo-Meisterschaft. Und, Alter. Das ist echt. Ach ja, ich kann mich nicht entscheiden. Das ist voll heftig, Mann. Ich habe richtig guten Loot bekommen. Die Waffe ist natürlich echt krass. Also. Die Waffe ist richtig heftig. Und Armschienen brauche ich halt auch, ne? Ich habe halt 392er an. Ansonsten ist das Trinket überirdisch, ne? Das ist halt echt heftig. Ja. Und eine Brust. Z-Teil, T-Set. Gut, damit ist die Auswahl höchstwahrscheinlich getroffen, weil ich brauche T-Set. Ja. Und 418er Brust, T-Set, damit habe ich ein Zweier-Set voll. Das ist sehr geil, Alter. Aber ganz ehrlich, Mann, ich bin richtig abgefuckt, Mann, dass dieser Stab da drin war. Weil der hat halt bis jetzt für mich Tempo, Meisterschaft. Die Handgelenke wären natürlich auch echt nice gewesen. Das Trinket ist, ja, da brauche ich nichts zu sagen. Das ist ein wahnsinnig starkes Trinket. Das ist richtig heftig. Aber ich habe tatsächlich ein Z-Teil drin und das werde ich mir jetzt mal gönnen. Ja, also, ich werde. Dieses scheiß Star of the Bait hat mich so heftig, Alter, den hätte ich so gerne. Aber ich werde mir heute eine Waffe craften, eine 418er. Und nehme mir tatsächlich die 418er Brust mit. Auch wenn ich hätte die Brust hier recraften können heute auf 418. Aber es ist halt einfach. Damit habe ich ein Zweier-Set voll. Und das macht schon was aus. Ne? T-Set-Teil. Ist schon sehr geil. Ich weiß tatsächlich nicht, wann genau dieses System reinkommt, dass man sich T-Set-Teile craften kann. Aber ich glaube, das dauert vielleicht noch ein bisschen. Und wenn es halt heute kommt oder ich irgendwas verpasst habe oder sowas, dann beiße ich mir richtig in den Arsch. Das sage ich euch. Ja. Aber ich werde die Brust nehmen. Zweier-Set. Ja, alles klar. Ich überlege. Alter. Was nehme ich? Oh Mann, der Stab ist so heftig. Der macht auch. Das Trinket ist auch saukrass. Und ich habe halt wirklich ein Problem jetzt, ne? Weil ich kann nämlich meine Brust auf 418 hochwerten. Ja. Und habe aber hier ein T-Set. Und T-Set ist natürlich echt heftig. Ja? Damit hätte ich halt ein Zweier-Set voll. Das Trinket ist wirklich sehr stark. Das ist richtig stark. Und ich brauche Trinkets. Und besonders so ein Trinket. Leute, ihr wisst ja, man, dieses Trinket ist für so viel Klassenbiss. Und heroischer Stab mit im Verlauf von 3 Sekunden 312.000 Schaden. Und das profitiert auch noch von der Riesentötermeisterschaft. Wir nehmen jetzt 312.000 Schaden. Und wir nehmen jetzt mal hier die Meisterschaft. Als Evoker ist es halt so, dass ich dann jetzt als DD 50% mehr Schaden machen würde. Das wäre mal 150.000 Schaden drauf. 450.000 Schaden in 3 Sekunden geteilt durch 3. Das wären dann 150.000 DPS. Und
3 Minuten Abklingzeit. Das sind halt mal eben. Damit könnte ich einen Mob finishen. Einfach so, zack, bist jetzt tot. Ja. Ist dann ja, schon krass. Aber ich werde mir heute eine Waffe craften. Und ich nehme ganz klar das T-Set mit. Das werden wir jetzt machen. Auch wenn ich mir in den Arsch speisen werde. Oh, ich habe einen 19er Key. Sehr gut. Bin gespannt, was das für einer ist. Meine absolute Lieblingsdungeon. Alter. Tschüss. Respekt. Aber gut. Dann würde ich sagen, bin ich jetzt im Besitz von einem Zweier-Set. Danke euch fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Video. Falls ihr geile Tipps haben wollt für Dungeons oder halt auch mal eine Plus 20er Dungeon sehen wollt, dann schaut auf meinem Kanal vorbei. Ansonsten verlinke ich euch das hier oben rechts im Video. Bis dann.